Ja, das wird heute ein stürmischer Abend im Papelstadion. Aber das ist ja immer so, wenn Rapid hier zu Gast ist, ganz egal, wie das Wetter ist. Einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ja, Rapid tut sich hier im Burgenland traditionell schwer. Die Rapidler haben hier seit mehr als 2 Jahren nicht gewonnen. Zuletzt gab es im April 2005 einen Sieg des Rekordmeisters, damals allerdings im Cup 3:1 auswärts. Sieg dank eines überragenden Andreas Ivancic, und der ist ja bei Rapid überhaupt nicht mehr gut angeschrieben, 2 Jahre danach. In der Bundesliga hat Rapid in den vergangenen 6 Partien hier im Burgenland keinen einzigen Treffer erzielt. Es gab 3-mal eine 0:1 Niederlage für Rapid und 3-mal ein torloses Unentschieden. Aber Peter Backholt, Mattersburg ist trotzdem heute nicht Favorit. Aber die Mattersburger, die wollen natürlich heute im ersten Heimspiel dieser Saison den ersten Saisonsieg feiern. Mit dieser Aufstellung soll er gelingen. Es ist die exakt selbe Formation wie beim 2:2 am vergangenen Sonntag in Innsbruck beim FC Wacker. Die Alternativen sind ja rar gesät, denn Pöllhuber und Namoski nach wie vor verletzt. Also ein 3-4-1-2 System bei den Burgenländern. Ganz vorne Thomas Wagner und Carsten Janker und Hans Krankl. Ich glaube, der ist kein Pfosten. Dieser Mann hat eine weite Anreise gehabt, der Schiedsrichter Konrad Plautz, und das ist die Aufstellung von Rapid. Das erste Bundesliga-Auswärtsspiel der Grün-Weißen mit einer Dreierkette. Batuka, Tokic und Hiden Tokic, also erstmals in der Meisterschaft im Rapid-Trikot. Gegen Rubin Kasani Muikap hat er ja am vergangenen Samstag beim 3:1-Sieg debütiert. Häkkinen, der Finne, als Abräumer vor der Abwehr. Korkmaz rechts an der Flanke, Katzer links. Hofmann und Boskovic wohl etwas offensiver im Mittelfeld, und ganz vorne Mate Bilic und Mario Basina. Ja, Konrad Plautz, der Laiendarsteller aus Tirol, übt schon für einen professionellen Auftritt im nächsten Jahr bei der Euro. Deshalb heißen seine Assistenten heute Bernhard Zauner, rechts im Bild, und Michael Mayer. Egon Bereuter ist der dritte Assistent, der sich noch Hoffnungen auf die Fußball-Europameisterschaft 2008 machen darf. Tolle Kulisse im Mattersburger Pappelstadion. Knapp 15.000 Zuschauer sind da. Peter Backholt setzt also auf eine Dreierkette. Damit umgeht er das Problem, dass er entweder Batuka, Tokic oder Gahiden draußen lassen muss. Die beiden Kapitäne, Didi Kübauer und Martin Hiden, oftmals gemeinsam im Nationalteam. Wir bleiben so. Also Martin Hiden hat den ersten Sieg am heutigen Abend für Rapid eingefahren, den bei der Platzwahl. Der Teamchef nimmt auch Platz im sonnigen Pannonien. Frage, ob er noch einen Platz findet. Also der SV Mattersburg hat Anstoß in den grünen Trikots in Hälfte 1 von rechts nach links. Die Ausgangsposition ist klar, beide Mannschaften können heute Tabellenführer werden in der T-Mobile Bundesliga. Mattersburg mit einem Sieg, egal mit welchem Resultat. Rapid bei einem Sieg mit 2 Toren Differenz. Nach Verlustpunkten ist das heute das Duell zwischen dem zweiten und dem ersten. Freuen Sie sich auf einen echten Schlager. Erster Ballkontakt für Helge Peyer. Branko Boskovic im Zusammenspiel mit Jürgen Patuka. Heute wird es ein ums andere Mal zu einem Duell mit seinem ehemaligen Zimmerkollegen beim SV Mattersburg kommen. Jürgen Patuka teilte ja das Zimmer mit Carsten Janker. Erstmals gefährlich, Rapid über links, Katzer auf Hofmann, da ist er. Erstmals gefährlich und dann der Nachschuss von Mario Basina. Erster gefährlicher Rapid-Angriff nach nicht einmal 60 Sekunden. Okay,
Das ist der neue Mann im Rapid-Mittelfeld, Markus Heikkinen, 28-facher finnischer Nationalspieler mit reichlich Inselerfahrung, hat bei Portsmouth gespielt, beim FC Aberdeen in Schottland und zuletzt bei Luton Town. Martin Hidden hat auch Inselerfahrung, einst bei Leeds United, als es diesem Kultverein noch wesentlich besser ging. Wir mit Korkmaz im Zusammenspiel mit Steffen Hofmann. Wieder Korkmaz. Attackiert von Fuchs, kein Foul, sagt Konrad Plaut. Zedlowski auf Wagner. Michael Mertz. Gegen Heikkinen. Viel zu hoch die Flanke für Janka. Kübauer. Auf Janka, die Flanke war nicht zu hoch und Mattersburg führt. 2:15 gespielt und Carsten Janka trifft gegen seinen Ex-Club. Aber vor den Rapid-Fans traut sich Carsten Janka gar nicht so wirklich zu jubeln. Zweiter Saisontreffer für ihn, aber da hat im Helge Peier das Leben leicht gemacht. Die Flanke von Kübauer auf Janka, Tokic zu weit weg, Helge Peier zu spät heraußen und Janka zeigt, dass er körperlich ein Pfosten ist. 1-0 Mattersburg, Freude bei Franz Lederer. Blackout in der Rapid-Hintermannschaft und Mattersburg führt mit 1-0. Hofmann auf Bilic, kein Abseits und da ist der Ausgleich. Na, das geht ja ganz gut los. So schnell kann es gehen. Die Mattersburger Hintermannschaft spielt auf Abseits, aber Mate Bilic war nicht im Abseits, zumindest nicht nach Meinung des Schiedsrichter-Trios. Christian Fuchs kommt zu spät raus, richtige Entscheidung. Bilic lässt sich diese Möglichkeit nach gutem Hofmann-Zuspiel nicht entgehen und bezwingt Robert Allmann. 4 Minuten vorbei, 2 Tore bereits, das lässt sich gut an. Martin Hidden, der freut sich heute mit Sicherheit auf die Duelle mit Markus Schmidt. Sie erinnern sich vielleicht an das letzte Duell Rapid gegen Mattersburg im Hanapi-Stadion. Da gab es die Szene, als Markus Schmidt den Ellbogen ausgefahren ist und dem Rapid-Kapitän das Kiefer gebrochen hat. Wieder wird es gefährlich, Christian Fuchs abgeschirmt von Ümit Korkmaz. Elf Stunden lang blieb Rapid hier im Pappelstadion ohne Tor. Und jetzt hat es geklappt nach nicht einmal 4 Minuten. Den Fuchs angeschlagen, aber das war kein Foul von Ümit Korkmaz. Christian Fuchs, der Teamspieler, knickt da ein, hält sich das linke Knie hoffentlich, bis da nichts Schlimmes passiert. Das schaut nicht gut aus. Achten
sie auf Christian Fuchs. Hier knickt er ein. Oh, das sieht nicht gut aus. Hoffentlich hat sich der Christian Fuchs nicht Ärger am linken Knie verletzt. Oder wieder versteckt hinter dem wunderschönen Container in Mattersburg. Und Rapid greift gegen 10 Mattersburger an. Christian Fuchs probiert es zumindest weiter, ist aufs Spielfeld zurückgekehrt. Mörz gegen Häkkinen. Wagner. Wieder Mörz, Foul von Häkkinen, Freistoß Mattersburg. Das erste Foul eines Rapidlers in diesem Spiel. Kurz abgespielt, Mörz auf Fuchs. Also Christian Fuchs läuft wieder rund. Schaut wieder fit aus. Mravac auf Sedlowski. Boskovic zieht sich jetzt immer wieder zurück. Auf Anweisung von Rapid-Trainer Peter Bakult, um sich die Bälle zu holen. Trotzdem jetzt der weite Ball von Kokic. Hofmann. Kübauer, links geht Fuchs, spielt den Ball aber auf Merz. Kein Foul. Mate Bilic reagiert am schnellsten und jetzt auch das erste Foul eines Mattersburgers. Didi Kübauer gegen Mate Bilic. Didi Kübauer gegen seinen Ex-Club Rapid immer doppelt motiviert. Das heißt bei ihm was. Abseitsstellung eines Rapidlers. Richtige Entscheidung, Mario Basina, knapp aber doch im Abseits. Also alles noch einmal, denn Mörz ist da zu nah am Ball gestanden und deshalb wird der Freistoß wiederholt. Also neues Spiel, neues Glück für Rapid. Hofmann, diesmal im Zusammenspiel mit Boskovic, fürchterlicher Fehlpass von Boskovic und der Konter, das ist von Mattersburg über Thomas Wagner. Kommt dann Korkmaz vorbei und Boskovic bügelt seinen Fehler wieder aus, verschuldet aber einen Eckball für die Burgenländer. Erster Eckball im Spiel. Solche Fehler im Spielaufbau tun natürlich weh. Corner durch Cemata. Und Carsten Janka kommt davor. Häkkinen zum Ball. Und da steht er wieder, wie ein Pfosten. Thank you.
Benfica gegen Patuca. Einwurf Matos Bild. Kübauer auf Wagner, Hiedenfeld. Plautz pfeift nicht, aber Helge Peyer diesmal hat er den Ball erwischt. Foul von Bilic an Mravac. Dann setzt sich gegen Katzer durch. Guter Ball auf Janka, Hieden zu spät. Aber Janka bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Die Mattersburg-Fans reklamieren Elfmeter. Spiel läuft mittlerweile weiter. Wieder Mattersburg im Ballbesitz. Wagner auf Fuchs. Dann die Flanke genau auf Helge Peyer. Hier noch einmal diese kritische Situation. Martin Hieden gegen Carsten Janka aus dieser Perspektive nicht eindeutig zu sehen. Aber hier beide wollen natürlich zum Ball. Ich denke, die Entscheidung von Schiedsrichter Plautz in Ordnung. Das war kein Elfmeter. Wieder Mattersburg im Vorwärtsgang über Cemata. Marco Schmidt im Zusammenspiel mit Thomas Wagner. Und Schmidt trifft. 2-1 Mattersburg, gerade einmal 13 Minuten vorbei. Das ist ein echter Schlager heute. Zehnter Bundesliga-Treffer von Marco Schmidt. Und Franz Lederers Truppe führt wieder. Entscheidend, dass sich Adam gegen Katzer durchsetzt. Dann viel Platz für Schmidt. Guter Doppelpass mit Thomas Wagner. Dann legt sich Schmidt den Ball eigentlich schon zu weit vor, aber Mario Tokic kommt trotzdem zu spät. Und diesmal kein Vorwurf an Helge Peyer, auch wenn er den Ball hier durch die Beine bekommt. Kann Rapid jetzt wieder Postwende in Zurückschlag. Diesmal ja zuletzt am Ball gewesen. Zumindest einmal der erste Corner für die Grün-Weißen. Eckball durch Steffen Hofmann, genau auf Cemata. Boskovic setzt sich gegen Mertz durch, wieder Hofmann. Robert Almer gerade noch vor Mario Basin am Ball. Tolle Ausbeute beim SV Mattersburg. Zwei Torschüsse aufs Rapid-Tor abgegeben. Zwei Tore. Janka verliert den Ball an Aikinen und dann beginnt er das Foul. Freistoß Rapid. Falsch ist Magia an Basina. Viertelstunde vorbei, drei Tore, tolle Kulisse, herrliches Fußballwetter. Was will man mehr? Kübauer lupft da Basina den Ball ab. Auf Fehlpass Kübauer, genau auf Boskovic. Bilic. Markus Katzer. Und Fuchs vor Korkmaz. Basina gegen Sedlowski. Basina, Zweikampfsieger, etwas zu ungenau die Flanke auf Bilic. Hieden gegen Wagner. Einwurf Rapid.
erstes Foul, diesmal vom Ravaz an Bilic. Sehr schnell ausgeführt, der Freistoß. Aber doch deutlich drüber der Schuss von Branko Boskovic. Bilic wieder gegen Ravaz. Mertz gegen Häkkinen. Foul von Häkkinen, Freistoß Mattersburg. Kübauer schnell ausgeführt. Fuchs. Wieder Wagner. Gute Idee, aber etwas ungenau das Zuspiel auf Michael Mertz. Was in einem Laufduell mit Csizmadia. Das Spiel gekennzeichnet von vielen Zweikämpfen. Ein unglaublich intensives, temporeiches Bundesligaspiel. Janka gegen Tokic. Schirmt den Ball wieder gut ab, aber dann der Fehlpass auf Kortmatz. Schiedsrichter Plautz pfeift und entscheidet auf Freistoß für Mattersburg. Also aus meiner Sicht war das nie und nie mein Fall von Mario Tokic. Den Mattersburgern wird es egal sein. Freistoßmöglichkeit. Gut 30 Meter Torentfernung. Csabács Csizmadia schießt trotzdem aufs Tor von Helge Payer. Und das macht er gar nicht schlecht, der Ungar. Thomas Wagner duckt sich noch rechtzeitig. Guter Freistoß von Csabács Csizmadia. Wagner auf Mertz. Immer wieder kämpfen sich die Mattersburger schnell den Ball. Martin Hitten zuletzt am Ball, aber Helge Payer wirkt bei Flanken äußerst verunsichert. Die Mattersburger kommen immer wieder über die Seiten. Da ist viel Platz. Das liegt wahrscheinlich auch an der Dreierkette. Hieden und Patoka orientieren sich da immer wieder ins Zentrum. Und an den Flanken viel Platz für die Mattersburger. Atta. Guter Schuss und toll gehalten von Helge Payer. Zu Recht Applaus, nicht nur für Cem Atan, auch für Helge Payer und alle anderen Akteure auf dem Spielfeld. Da ist eigentlich immer was los im Papenstadion. Christian Fuchs auf Thomas Wagner. Gute Flanke und Patoka vor Schmidt. Nächster Eckball für die Bodenländer. Sedlowski natürlich mit vorne und Markus Schmidt, der hat auch am vergangenen Sonntag in Innsbruck per Kopf getroffen für den SV Mattersburg zum 2:2 knapp vor Schluss. Christian Fuchs, zu weit hat er sich da den Ball vorgelegt. Und dann das Foulspiel an Kortmatz.
Janka setzt sich erneut durch gegen Häkkinen. Kübauer auf Merz, hinten dazwischen. Hofmann auf Boskovic, Basina. Immer noch Basina. Gegen Atan. Und dann kehrt Christian Fuchs. Ja, wie die Küber hat da in die Erde gehaut. Deshalb ist der Pass nicht angekommen. Aber die Mattersburger schon wieder im Ballbesitz. Immer wieder erkämpfen sich die Burgenländer sofort den Ball zurück. Steffen Hofmann auf Häkkinen. Und Schmidt geht per Kopf. Boskovic. Korkmaz gegen Fuchs. Wieder einmal ein Mattersburger Zweikampfsieger. Die Burgenländer gewinnen. Mehr Duelle Mann gegen Mann. Thomas Wagner bleibt am Patoka hängen. Thomas Wagner den Ball erwischt er noch, spielt zur Mitte und da klärt Martin Hieden vor dem anstürmenden Michael Merz. Also die Rapid-Abwehr und überhaupt die gesamte Defensive, und das liegt vor allem auch am Mittelfeld der Rapidler, nicht sattelfest. Bleibt dabei, das Hauptproblem bei Rapid ist die Tatsache, dass die Mattersburger an beiden Flanken, rechts wie links, viel zu viel Platz haben. Bilic setzt sich gegen Merz durch. Und dann ist der Ball schon wieder fort. Für Rapid ist das heutige Spiel ja auch eine Generalprobe für das UEFA-Cup-Duell mit Rubin Kazan am kommenden Sonntag. Und Rubin schießt sich auch ein wenig auf die Rapidler ein. 3:0 Sieg heute in der russischen Meisterschaft gegen Lokomotive Moskau. Merz auf Fuchs, wieder mal Martin Hieden. Der muss immer wieder raus auf die Seite, um Feuerwehr zu spielen. Gutes Zusammenspiel, Merz, Janka, Thomas Wagner. Und dann blockt Katzer den Schuss von Atan ab. Falsch ist mal ja an Basina Freistoß, Rapid. Der Ungarn nimmt da den linken Arm zur Hilfe. Hofmann gegen Csizmadia. Ja, Steffen Hofmann, noch ist er nicht die spielbestimmende Figur bei Rapid am heutigen Abend. Und wieder viel Platz für den SV Mattersburg. Merz hält den Ball zu lang. Das war ein Handspiel von Branko Boskovic. Und jetzt gibt es auch die erste Karte in diesem Spiel für Boskovic in der 27. Spielminute. Er hat auch
im Auftaktspiel dieser Saison gegen Wacker Innsbruck schon die gelbe Karte gesehen. Hier völlig zu Recht, absichtliches Handspiel. Wieder gute Freistoßdistanz für den SV Mattersburg. Das ist wohl eine Sache für Christian Fuchs. Und jetzt ist Carsten Janker im Weg gestanden. Auf Wagner, Helge Peyer, war rechtzeitig draußen. Korkmaz vorbei an Schmidt. Gute Aktion von ihm mit Korkmaz. Da zieht er mal zur Mitte. Und schießt dann mit seinem Starken mit dem linken Fuß. Mit Korkmaz war ja in der Frühjahrsaison aufgrund starker Leistungen immer gesetzt bei Rapid. Allerdings auf der linken Seite. Aufgrund einer Verletzung hat er nicht die komplette Vorbereitung mitmachen können. Und jetzt kommt er einmal rechts zum Einsatz. Da fühlt er sich noch nicht so wohl, vor allem in der Defensive. Christian Fuchs ist nicht wieder verletzt, der wirft jetzt ein, hat sich trotzdem hinter dem Container versteckt, das macht Thomas Wagner gar nichts, der hätte hier beinahe das dritte Tor für die Burgenländer erzielt, nach nicht einmal einer halben Stunde. Mittlerweile die Führung der Mattersburger mehr als verdient. Moskowitsch bleibt an Mertz hängen, Martin Hieden, Hofmann. Auf Korkmaz. Wieder Hofmann. Boskovic hat einen guten Schuss. Der zieht auch ab. Schießt aber dann doch deutlich am Mattersburger Tor vorbei. Branko Boskovic. Noch einmal die Möglichkeit der Mattersburger. Wieder verlängert Janka. Wagner zieht sofort ab. Und dann klärt Jürgen Patoka. Und auf der anderen Seite der Schuss von Branko Boskovic. Nach wie vor eine flotte, eine hochinteressante Partie im Pappelstadion. Janka findet keine Anspielstation, deshalb der Rückpass auf Robert Almer. Foul von Wagner an Mario Tokic und das ist jetzt vereinsstatistisch der erste Zweikampf in diesem Spiel, den der neue Rapid-Abwehrchef Mario Tokic gewonnen hat. Auch Martin Hieden mit einer negativen Zweikampfbilanz, der einzig mit einer positiven Zweikampfbilanz von der Rapid-3er-Abwehrkette ist Jürgen Patoka. Besonders eklatant das Missverhältnis bei Mario Tokic. 10 Zweikämpfe bestritten, 9 verloren. Boskovic auf Basina, aber der steht im Abseits. Böses Foul von Christian Fuchs an Steffen Hofmann. Zweite gelbe Karte im Spiel, erste gelbe
für einen Mattersburger. Kommt da zu spät gegen Steffen Hofmann. Freistoß und auch die gelbe Karte vertretbar. Patoka. Mravac vor Basena, Foulspiel von Basena, Freistoß für die Mattersburger. Oskovic, Basina. Bei den Mattersburgern gelingt es, im Gegensatz zu den Rapidlern, die Räume immer wieder eng zu machen. Und dann über die Seiten zu kommen, über Cemata. Wieder diese Fehler bei Rapid, Thomas Wagner, Patok erklärt, aber da kommt schon wieder Christian Fuchs. Pressball mit Martin Hieden. Heikkinen bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Schmidt. Didi Kübauer riskiert einen Schuss, schießt aber deutlich am Tor vorbei. Die Vorstellung der Rapid-Defensive schlicht und einfach konfus. Aber das liegt nicht nur, ich wiederhole mich, an Martin Hieden, Jürgen Patoka und Mario Tokic. Wagner bleibt hängen am Hieden. Foul von Cemata an Markus Katzer. Ball von Boskovic an Atta. Cem Atan auf der rechten Seite sehr agil, immer wieder in Zweikämpfen verwickelt mit Markus Katzer. Er sorgt für Druck bei Mattersburg, aber vor allem Christian Fuchs auf der anderen Seite. Boskovic, der einzige Rapidler, der bereits verwarnt ist. Dann wird draußen noch behandelt, aber ich denke, er wird gleich aufs Spielfeld zurückkommen. Janka hat sich da auf Tokic aufgestützt.
Hofmann auf Boskovic. Mravac dazwischen. Handspiel von Mertz. Schiedsrichter Blau sagt weitermachen. Hofmann. Immer noch Steffen Hofmann. Zetlowski, Basina mit der Möglichkeit. Geschickt gemacht hat das Adnan Mravac, ist da im Stil eines Sitzfußballers. Auf dem Hosenboden im eigenen Strafraum dahin gerutscht. Zunächst schießt Hofmann Zetlowski an und dann macht das Adnan Mravac geschickt. Wieder Foul an Cematan, diesmal von Mate Bilic. Nächste Gelbe. Insgesamt dritte, die zweite für einen Rapidler nach Branko Boskovic, jetzt auch Mate Bilic verwarnt. Hübauer auf Schmid, Patoka dazwischen. Merz. Wieder kein Anspiel. Auch wenn das die Rapidler reklamieren. Franz Lederer kann mit der Vorstellung seiner Mannschaft bisher überaus zufrieden sein. Schnell in Führung gegangen. Das war natürlich wichtig für das Spiel der Burgenländer. Dann zwar postwendend den Ausgleich kassiert. Aber mittlerweile die 2:1 Führung hochverdient, die Mattersburger agiler, initiativer in diesem Spiel. Foul von Schmidt an Boskovic, jetzt gibt es wohl auch die zweite Gelbe für einen Mattersburger. Doch nicht. Schiedsrichter Plautz belässt es bei einer Ermahnung. Mario Basina kann das nicht verstehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn Bilic gerade gelb gesehen hat, dann müsste Schmidt eigentlich auch gelb sehen. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Kochmaz, gestoppt von Mravac. Wagner lässt weiterlaufen für Mertz, aber zu weit. Popic. Hofmann verlängert. Mravac. Mertz auf Fuchs. Gut attackiert diesmal von ihm mit Korkmaz, aber trotz allem, das war ein Schlüssel zur Mattersburger Überlegenheit, dieses Duell Korkmaz gegen Fuchs auf der rechten Rapid-Abwehrseite. Wenn Ümit Korkmaz keinen Defensivspieler mehr hinter sich hat, wie bei diesem System, dann hat er seine Probleme. Dann kann er auch seine Qualitäten in der Offensive nicht so ausspielen, wie er das schon sehr oft gezeigt hat. Vor allem in der abgelaufenen Frühjahrssaison. Boskovic, Hofmann, Bilic. Mravac blockt ab. Hofmann, das Fall von Kübauer, Freistoß für Rapid. Und schauen Sie sich diese Schreiduelle an. Kübauer gegen Hofmann. Ja, Kübauer wirft da Hofmann vor, ein Schwalbenkönig zu sein. Wir schauen gleich noch einmal ganz genau hin. Hofmann dreht sich geschickt, fällt natürlich leicht.
Schiedsrichter Plautz ist knapp daneben gestanden, hat einen Freistoß für Rapid entschieden. Und nur das zählt. Mit Steffen Hofmann wird schießen schon dann Branko Boskovic. Alle Mattersburger im eigenen Strafraum. Die Mauer muss noch ein paar Zentimeter zurück. Boskovic. Was macht denn Robert Almer? Der schlägt sich den Ball da beinahe selbst ins Netz. Der offizielle Torschütze heißt allerdings Markus Katzer. Glücklicher Ausgleich für Rapid. Der Freistoß von Boskovic. Abgefälscht von der Mattersburg-Mauer. Ja, der Ball wäre übers Mattersburger Tor an die Oberlatte gegangen. Aber Robert Almer hat hier seine Hand zu Hilfe genommen, schlägt sich den Ball praktisch selbst ins Tor. Markus Katzer muss den Ball nur mehr über die Linie drücken. Ein halbes Eigentor des Mattersburg-Goals. Und so kommt Rapid knapp vor Ende dieser ersten Spielhälfte zum abermaligen Ausgleich. Basina auf Bilic abseits. Dieser Treffer zählt nicht. Stimmt. Richtige Entscheidung. Ob die Entscheidung, Freistoß für Rapid zu pfeifen, nach dem Foul vorhin von Kübauer an Hofmann, das werden wir uns noch in der Pause ganz genau anschauen. Die reguläre Spielzeit ist vorbei, 2 Minuten werden nachgespielt. Und von mir aus könnte diese erste Spielhälfte zwischen Mattersburg und Rapid noch viel länger dauern. Wir erleben hier ein wirklich tolles Fußballspiel mit bereits 4 Toren. Basina auf Katzer. Die Rapid-Fans reklamieren Foul von Cem Atta. Der gute Pass. Und Katzer vor Attern am Ball, aber ich denke, auch hier lag Schiedsrichter Plautz richtig, wie vorhin auf der anderen Seite beim Duell Hieden gegen Janka. Von Martin Hieden an Thomas Wagner. Jetzt gibt es mit Sicherheit auch für den Rapid-Kapitän die gelbe Karte. So ist es. Völlig zu Recht diese gelbe Karte. Hieden hat da versucht, den schnellen Gegenangriff der Mattersburger mit diesem taktischen Foul zu stoppen. Erstes Foul von Martin Hieden im Spiel, trotzdem geht die Gelbe in Ordnung und Carsten Janka! Ganz nah dran an seinem zweiten Treffer. Beinahe hätte diese erste Spielhälfte so geendet, wie sie begonnen hat. Mit einem Janka-Tor. Toller Pass von Christian Fuchs wieder. Kommt ein Rapid-Abwehrspieler zu spät und Helge Peyer hatte hier nur noch das Nachsehen, konnte nur noch hoffen, dass der Ball am Tor vorbeigeht und er ging vorbei, aber nur ganz
ganz knapp. Mittlerweile der Pausenpfiff von Schiedsrichter Konrad Plautz. Mattersburg 2, Rapid 2. Und Peter Backholz Mannschaft ist mit diesem Pausenstand noch gut bedient. Franz Lederers Truppe eindeutig spielbestimmend in diesen ersten 45 Minuten. Carsten Janker hätte beinahe das 3:2 für Mattersburg erzielt und es wäre nicht unverdient gewesen. Diese erste Spielhälfte hier im Pappelstadion macht auf alle Fälle viel Lust auf mehr. 2:2 zwischen dem SV Mattersburg und Rapid Wien auf in die zweiten 45 Minuten. Ich habe nichts gegen eine ähnlich interessante Hälfte einzuwenden, wie sie die erste war. Weitere 4 Tore wären wirklich gut. Beide Mannschaften unverändert aus der Kabine gekommen, zumindest personell. Was sich taktisch verändert hat, werden wir sehen. Didi Kübauer wieder mit einem Foul an Steffen Hofmann. Diesmal war es auf alle Fälle ein Foul, hier ganz deutlich zu sehen. Freistoßmöglichkeit für Rapid schon nach wenigen Sekunden. Steffen Hofmann hat sich den Ball zurechtgelegt. Gegen Hofmann. Und dort Carsten Janker wieder mal seinen Körper richtig eingesetzt. Gegen den gut und wahrscheinlich 25 Kilo leichteren Steffen Hofmann. Korkmaz, also auch taktisch, auch vom System her, dürfte sich am Rapid-Spiel nichts verändert haben. Nach wie vor die Dreierkette, nach wie vor Korkmaz und Katzer an den Flanken im Mittelfeld. Bilic gegen Mravac. Erster Eckball nach dem Seitenwechsel für Rapid. Der dritte insgesamt für den Rekordmeister. Eckball Hofmann, Kopfball Katzer, aber doch um ein, zwei Meter übers Tor. Robert Almer hat sich gegen Thomas Boranitsch durchgesetzt im Duell um die Nummer 1 beim SV Mattersburg vor Saisonbeginn. Ist als Nummer 1 in die Meisterschaft gegangen, aber heute hat er sich einen schweren Fehler erlaubt. Carsten Janker leicht angeschlagen. Foul von Batokan Wagner. Na, Carsten Janker läuft wieder rund. Wir haben die Definition von Hans Krankl bezüglich Pfosten gehört, nehmen diese zur Kenntnis. Aber es gibt ja noch eine andere, jene von Edmund Sackbauer. Pfosten sind Leute mit einem gewissen Kescher. Aber Kescher haben ja beim Fußball angeblich nur Torleute und Linksaußen, also auf keinen Fall Carsten Janker. Weiter Einwurf von Cemata. Da ist er schon wieder, Janker. Bedrängt diesmal von Tokic und Patoka. Korkmaz, Zweikampfsieger gegen Christian Fuchs. Basina gegen Mravac. Dort
Deutliche Worte findet da Konrad Plautz für Markus Schmidt. Beim nächsten Mal gibt's Gelb. Herr Schmidt steigt da Korkmaz auf den rechten Fuß. Moskowitz und Alma, ganz sicher. Fehlerfuchs. Hofmann früher als Janka am Ball. Pasiner, der versucht jetzt offensichtlich immer wieder auf die Seite auszuweichen. Schlechter Pass von Patuka gedacht für Katza. Dann im Laufduell mit Heikkinen. Wagner, gutes Doppelballspiel. Atan, Tokic dazwischen und Helge Peier. Na, die ersten knapp 6 Minuten nach dem Seitenwechsel verlaufen ähnlich spannend und interessant wie die erste Spielhälfte. Nur zu diesem Zeitpunkt hatten wir in Spielhälfte 1 schon 2 Tore gesehen. Atan auf Janka, Hieden dazwischen. Katza. Hofmann. Rechts wäre Basina ganz allein. Aber der Pass von Hofmann kommt nicht an. Adnan Mrawac wagt sich da erstmals aus dem Spiel heraus in die gegnerische Hälfte. Kübauer. Man merkt, spielt da dann den Ball in den Rücken. Es geht weiterhin ordentlich zur Sache im Pappelstadion. Bilic, Vorsedlowski, Alma. Kübauer auf Atan, etwas zu steil der Pass. Guter Einsatz von Katza. Ja, wie erneut der Fehlpass von Patoke genau auf Kübauer. Und beinahe wäre diese Flanke auf Carsten Janka angekommen. Christian Fuchs. Ein genauer Pass auf Wagner. Fehlpass Hofmann, genau auf Mörz. Fehlpass Mörz, wieder auf Hofmann. Kein Foul von Schmidt. Spiel läuft weiter. Mörz mit der Flanke auf Janka. Das Foulspiel von Carsten Janka an seinen ehemaligen Zimmerkollegen Jürgen Patuka. Steffen Hofmann, der Rapid-Regisseur, leicht angeschlagen. Geht ein wenig unrund, aber dürfte nicht allzu schlimm sein. Aber gegen Markus Schmidt 2 Kämpfe zu bestreiten, ist kein Honiglecken. Gute Ballannahme von Mario Basina, da hat er seine tolle Technik unter Beweis gestellt. Hofmann
zu direkt auf Alma. Gedacht war die Flanke von Steffen Hofmann natürlich für Mate Bilic. War nach wie vor ein flottes Spiel. Ich bin neugierig, wie lange beide Mannschaften dieses Tempo gehen können. Guter Pass von Wagner auf Fuchs. Janka Feld im Strafraum zeigt an, er sei von Mario Tokic gehalten worden. Mario Tokic verlangt eine gelbe Karte für Janka wegen einer Schwalbe. Janka einen Elfmeter. Soweit können Meinungen auseinanderliegen. Hofmann, Basina, schießt mal ja. Foul von Katzer an Atta. Küber immer wieder versucht er es mit hohen Bällen auf Carsten Janka. Schmidt setzt sich gegen Heikkinen durch. Wieder Küber. Mertz. Thomas Wagner. Thomas Wagner aus dem Hinterhof. Da schien der Ball schon verloren und eine tolle Parade von Helge Peier. Hier schien der Ball für Mattersburg schon weg. Guter Einsatz von Fuchs gegen Kortmarz und dann der Schuss von Wagner abgefälscht. Sehr schwierig zu halten für Helge Peier. Vierter Eckball für den SV Mattersburg durch Atta. Ball war bereits mit vollem Durchmesser in der Luft über der Linie, deshalb Abstoß für Rapid. Thomas Wagner, kein Wunder, dass er diese Möglichkeit hatte. Gerade eben, ihm gelingt es immer wieder da vorne den Ball zu sichern für die Mattersburger. Und so können die Burgenländer dann immer wieder nachrücken. Vor allem die Außenspieler Attan und Fuchs abseits von Janka. Mattersburg gegen Rapid, ein tolles Fußballspiel heute in der T-Mobile Bundesliga. Während wir hier noch einmal sehen, dass Carsten Janka ganz deutlich im Abseits war. Es geht Schlag auf Schlag in der Bundesliga bereits am kommenden Freitag. Die nächste Partie mit Sicherheit auch hochinteressant. Josko Fensterried gegen Austria Magna ab 20.15 Uhr bei Premiere Austria. Schauen Sie sich das an. Der Pass von Heikkinen nicht angekommen, hätte auch gar nichts genützt, denn Katzer war im Abseits. Deshalb gibt es jetzt Freistoß für die Mattersburger. Wagner gegen Hieden, Einwurf Mattersburg. Das Zusammenspiel zwischen Kübauer und Fuchs, aber Kübauer bleibt dann am Boskovic hängen. Auf Wagner. Der macht heute seinem Ruf als ballsicherer Stürmer
Alle Ehre. Ball von Cismadia an Basina. Die erste Viertelstunde in Hälfte 2 ist gleich vorbei. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Rapid mehr Spielanteile. Mittlerweile die Mattersburger wieder bestimmend. Foul von Janka, da hat er gleich Katzer und Hofmann abgeklopft. Leichter Disput zwischen Steffen Hofmann und Mattersburg-Trainer Franz Lederer. Bauer, guter Pass auf Schmidt. Merz. Kochmatz dazwischen. Und der Konter der Rapidler über Boskovic. Hofmann gegen Fuchs. Basina. Boskovic, kein Abseits von Bilic doch. Jetzt ist er doch in die Höhe gegangen. Die Fahne von Schiedsrichterassistent Bernhard Zauner. Gelbe Karte für Götze Sedlowski. Mate Bilic kann sie nicht bekommen haben. Sonst wäre es gelb-rot. Bilic bereits in Minute 39 verwarnt. Hier der Beweis: Konrad Plautz zeigt Götze Sedlowski, dem mazedonischen Teamspieler, die gelbe Karte. Und hier der nächste Beweis: Mate Bilic ganz klar im Abseits. Wieder Mate Bilic. Steffen Hofmann, links geht Markus Katzer. Das ist die Chance für Rapid, in Führung zu gehen. Und das war ein Mittelding zwischen Torschuss und Pass. Guter Einsatz zunächst von Mate Bilic. Dann der geschickte Pass von Hofmann genau in die Schnittstelle der Abwehr. Und Katzer wollte hier offensichtlich den Ball zurück auf Bilic spielen, zum Ärger von Peter Parkult. Markus Katzer, kein gelernter Stürmer, deshalb nicht genügend eigensinnig in dieser Situation. Boskovic, Atta, Kübauer. Willi Kübauer sucht verzweifelt eine Anspielstation. Wesentlich weniger Bewegung jetzt bei den Mattersburgern als noch vor ein paar Minuten. Wagner, trotzdem gehen sie in Führung. Thomas Wagner stellt auf 3:2 für Mattersburg. Carsten Janka, angeschlagen, liegt im Torraum, während sich Thomas Wagner bejubeln lässt.
ist Madja mit der Flanke. Stellungsfehler von Martin Hieden. Und dann irritiert Carsten Janka Helge Peyer. Und deshalb findet der Kopfball von Thomas Wagner hier den Weg ins Tor. 3:2 für den SV Mattersburg. Gerade in einer Phase, in der das Spiel ausgeglichen verlaufen ist. Na, der hat sich niedergekriegt. Der ist der Donner. Carsten Janka angeschlagen, rafft sich aber mittlerweile auf, kommt zurück an die Mittellinie und wird gleich ins Spiel zurückkehren. Also zum dritten Mal in diesem Spiel Mattersburg in Führung. Schafft es Rapid zum dritten Mal auszugleichen. Noch geht's mindestens 25 Minuten. Bilic auf Basinac, schießt Madja. Bravac klärt. Wagner gegen Martin Hieden. Hieden fuchsteufelswild. Will da einen Ellbogencheck von Wagner erkannt haben, aber Gott sei Dank sind die Ellbogenchecks von Thomas Wagner nicht so schmerzlich wie jene von Marco Schmidt. Wieder Wagner gegen Hieden. Wagner bleibt am Ball. Carsten Janka. Beinahe wäre da noch in diesen Schuss von Wagner geflogen. Janka nicht mehr ganz auf der Höhe konditionell. Das sieht man ganz deutlich, wenn man in sein Gesicht sieht. Er läuft unrund, ist leicht angeschlagen, aber ich glaube, der will heute unbedingt gegen Rapid einen Sieg feiern. Und deshalb bleibt er vorerst auf dem Spielfeld. Bilic auf Korkmaz. Oh, Fuchs haut am Ball vorbei, dann die Attacke an Korkmaz. Nie und nimmer Elfmeter, Spiel läuft weiter. Madja vor Basina. Und noch einmal das Duell. Fuchs gegen Korkmaz. Nein, kein Elfmeter. Links geht Wagner, der bekommt diesen Ball auch. Herrlicher Pass von Kübauer. Wieder Wagner gegen Martin Hieden. Carsten Janka, Ball ist noch im Spiel und jetzt ist er draußen. Helge Peyer hat da kurz nicht gewusst, wo der Ball ist, aber schauen wir noch einmal auf diese herrliche Aktion der Mattersburg, auf diesen herrlichen Pass von Kübauer. Und auf diese technische Einlage von Thomas Wagner. Patoka mit beinahe einem Eigentor. Von ihm ist der Ball da an die Stange gesprungen. Das Spiel bleibt intensiv, bleibt flott, bleibt spannend und hochinteressant. Und jetzt gibt's in Kürze den ersten Wechsel. Peter Bakult wird in Kürze reagieren. Schuss von Boskovic deutlich übers Tor. Noch einmal diese Aktion. Kübauer auf Wagner und dann gar kein Vorwurf an Martin Hieden. Thomas Wagner macht das einfach genial. Das war die letzte Aktion, an der Martin Hieden, der Rapid-Kapitän,
beteiligt ist. An seiner Stelle kommt nun Stefan Kulowitz in die Partie. Und die Kapitänschleife, die hat der Ex-Kapitän wieder übernommen, Steffen Hofmann, der Meisterkapitän von Rapid. Häkkinen übernimmt damit die Position von Hieden in der Abwehr. Kulowitz spielt anstelle des Finnen zentral im Mittelfeld. Also am System 3-5-2 hält Peter Parkholt nach wie vor fest. Foul von Tokic an Wagner. Über, wieder ein herrlicher Ball. Der beutelt diese Bälle aus dem Fußgelenk. Das ist der Ballkontakt für Stefan Kulowitz. Noch 20 Minuten. Dann darf sich Franz Lederer vielleicht über einen Sieg, vielleicht über die Tabellenführung für seinen SV Mattersburg freuen. Nächster Freistoß Mattersburg. Wieder schnell ausgeführt, Kübauer auf Wagner. Die Flanke auf Janka, Latte. Ball ist noch heiß, Marco Schmidt. Die Rapid-Verteidigung nach wie vor in Agonie. Die schauen zu. Und während die schauen und herumstehen, spielt die Kübauer immer wieder die Freistöße schneller. Und an fast jeder gefährlichen Aktion der Mattersburger sind Thomas Wagner und Carsten Janka beteiligt. Die Führung des SV Mattersburg längst wieder hochverdient. Ball war noch nicht über der Linie. Atan gegen Katza. Kübauer bleibt hängen an Hofmann. Basina. Aber da rückt bei Rapid auch kaum jemand nach. Jetzt Boskovic. Hofmann, wieder Boskovic. Ja, und die Mattersburger Hintermannschaft bereits wieder positioniert. Und jetzt läuft der Konter in die andere Richtung. Marco Schmidt auf Michael Mörz. Er ist etwas abgetaucht in den vergangenen Minuten. Ganz im Gegensatz zu Carsten Janka. Schaut ihr mal in sein Gesicht. Voll energisch, der ehemalige deutsche Nationalspieler. Und hochmotiviert. Ermahnung für Chabacismadja. Aber keine Karte. Gegen Basina. Kokic. Foul von Mravac an Basina.
Torentfernung gut 30, 35 Meter. Steffen Hoffmann. Fuchs gegen Katzer lautete da das Duell. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Katzer wegen Reklamierens. Der Rapidler wollte da einen Elfmeter für sich beanspruchen. Ganz sauber war dieses Duell nicht. Die Frage ist, hat es für einen Elfmeter gereicht? Für Konrad Plautz auf alle Fälle nicht. Der Freistoß von Hoffmann und dann Fuchs hier gegen Katzer. Ja, da hält er den Rapidler schon am Trikot. Aber schauen Sie mal auf Katzers linke Hand, der hält auch Fuchs. Also auch diese Entscheidung von Plautz korrekt. Beide gehalten, deshalb zu Recht kein Elfer. Noch eine Viertelstunde und vielleicht entscheidet dieses Spiel auch die körperliche Verfassung der beiden Teams. Leichter Vorteil vielleicht für Rapid, dass sie am Samstag gespielt haben. Gegen Rubin Kazan im UiCup. Mattersburg am Sonntag in Innsbruck antreten musste und davor ja diese kleine Weltreise nach Kasachstan unternommen hat. Peter Pakult wird in Kürze de Lima Campos Maria, genannt Fabiano, bringen. Den neuen brasilianischen Stürmer bei Rapid. Der kommt also zu seinem ersten Einsatz in Österreich. Schmidt gegen Kulowitz. Ein Duell ohne Ball. Und dann dieses Foul von Schmidt an Kulowitz, das war äußerst dumm von Markus Schmidt. Da kann er vom Glück sagen, dass Konrad Plautz nur gelb zückt. Schmidt hat sich da provozieren lassen von Kulowitz. Das Gerangel der beiden dauerte schon gut 10-15 Minuten. Schauen Sie mal, der Ball zwar im Spiel, aber die beiden interessieren sich gar nicht für ihn. Und dann kommt dieses Foul von Markus Schmidt, das durchaus als Revanche-Foul zu werten gewesen wäre. Mittlerweile der angekündigte Wechsel bei Rapid, Ümit Korkmaz raus aus der Partie. Und im Spiel jetzt also Fabiano. Wohl jetzt drei echte Spitzen bei Rapid. Neben Bilic und Basina auch Fabiano. Das soll jetzt offensichtlich auf der rechten Seite sehr offensiv sein. Hier ist er erstmals am Ball. Die Flanke allerdings genau auf Robert Almer. Thomas, ja, Thomas Wagner. Kübauer wieder einmal ein herrlicher Pass auf Michael Mertz. Fabiano am eigenen Strafraum. Also nichts da, drei Stürmer bei Rapid. Fabiano muss offensichtlich die Position von Korkmaz übernehmen. Wieder Küber auf Thomas Wagner. Zu ungenau für Cemata. Etwas mehr als 10 Minuten vor dem Ende hat Peter Pakult bereits zweimal gewechselt. Franz Lederer
Noch nicht. Carsten Janka, der rackert unaufhörlich. Hat Probleme mit dem rechten Oberschenkel, das ist deutlich zu erkennen. Aber rafft sich immer wieder auf. Hier schauen Sie in sein schmerzverzerrtes Gesicht. Und dann kommt der Griff an den rechten Oberschenkel. Und jetzt geht's offensichtlich doch nicht mehr. So ist es. Carsten Janka, erstmals gegen Rapid gespielt. Er hat nur einmal getroffen, muss man sagen. Er hatte tolle Möglichkeiten, hat großartig gespielt. Bekommt Applaus auch von den Rapid-Fans. Immer wieder hat er seinen Körper eingesetzt und die Rapid-Verteidigung so in Schwierigkeiten gebracht. Aber bei dieser Aktion hat er sich verletzt. Oberschenkelverletzung. Er hat die meisten Zweikämpfe beim SV Mattersburg bestritten. Über 30 und 65% gewonnen. Das ist ein unglaublicher Wert für einen Stürmer und für ihn jetzt in der Partie der junge Patrick Bürger. Erstmals Patrick Bürger. Cematan, Foul von Patoka, Freistoß Mattersburg. Diesmal ja kein Foul gegen Bilic. Michael Mertz. Thomas Wagner. Für mich neben Carsten Janka der beste Mattersburger. Foul von Mrava Zambasina. Michael Mertz angeschlagen. Hat er offensichtlich einen Krampf im rechten Bein. Ach, das ist ein echter Schiedsrichter. Der Freund und Helfer in Person von Konrad Plautz. Der Schiedsrichter ist ja sowas wie der Polizist auf dem Spielfeld. So, Michael Mertz steht wieder. Und Rapid hat noch 7 Minuten plus Nachspielzeit, um hier vielleicht doch noch zum dritten Mal in diesem Spiel den Ausgleich zu erzielen. Tolles Zusammenspiel, Kübauer, Wagner und jetzt Mertz. Fabiano wesentlich mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt, denn mit Offensivakzenten. Guter Antritt von Christian Fuchs. Patoka klärt. Ob Fabiano da der Richtige ist, um auf der rechten Mittelfeldseite auf und ab zu hirschen, sei dahingestellt. Bilic, Boskovic. Kulowitz auf Basina. Hofmann
Steffen Hoffmann holt zumindest den vierten Eckball für Rapid heraus. Michael Merz wartet, bis Thomas Wagner mitkommt. Der ist auf dem Weg hinein in den Strafraum und bleibt an Mario Tokic hängen. Mario Tokic, Zweikampfbilanz übrigens mittlerweile positiv. Er hat sich im Laufe dieser Partie enorm gesteigert. Merz verfolgt von Kulowitz. Wagner. Kübauer. Mottosburger halten den Ball geschickt in den eigenen Reihen. Wie die Kübauer. Auch er mit einer tollen Vorstellung heute gegen seinen Ex-Club. Und jetzt auch die gelbe Karte für Stefan Kulowitz. Diese Umarmung zwischen Kübauer und Bartoka war eher freundschaftlich. Cevatan schießt den Ball da weg, obwohl er bereits im Aus war. Schiedsrichter Plautz belässt es bei einer kurzen Ermahnung. Wieder mal Merz und Wagner im Zusammenspiel. Und Wagner holt im Duell mit Stefan Kulowitz einen wichtigen Eckball für die Mattersburger heraus. Wichtig deshalb, weil es darum geht, dass Zeit vergeht. Fünfter Eckball für die Burgenländer. Ball Fuchs, Cismadia mit dem Fallspiel an Mario Tokic. Gelbe Karte für Csaba Cismadia. Er ist noch nicht verwarnt. Die vierte gelbe Karte für einen Mattersburger zum Vergleich. Fünf gelbe Karten bei Rapid. Nicht wegen dieses Falls wurde Csaba Cismadia verwarnt, sondern wegen der Kritik an der Entscheidung von Konrad Plautz. Mittlerweile hat die letzte Minute der regulären Spielzeit im Papelstadion begonnen. Mattersburg ganz knapp dran am Sieg und damit an der Tabellenführung.
Konrad Plautz hat es gerade angezeigt. 3 Minuten sollen nachgespielt werden. Der vierte Mann wird es in Kürze anzeigen. Basina auf Kulowitz. Boskovic. Cismadia. Haut sich in den Schuss hinein. Boskovic auf Bartoka, Basina. Abstoß. Noch 2,5 Minuten, dann ist dieser echte Schlager vorbei. Ganz egal, wie es ausgeht, das war heute ein wirklich tolles Fußballspiel. Sie haben vielleicht den Stadionsprecher gehört, 15.500 Zuschauer im Mattersburger Pappelstadion. Das heißt, im Mattersburger Fußballarena, der burgenländische Fußballtempel, bummvoll. Noch 2 Minuten. Heikkinen, gelingt die Rapid doch noch der Ausgleich? Er wäre nicht verdient, das muss man ganz deutlich so sagen. Rapid ist mit Glück, auch mit Courage, zweimal in dieses Spiel zurückgekommen. Aber letztlich waren die Mattersburger um dieses eine Tor besser. So es denn dabei bleibt. Steffen Hoffmann hat vielleicht etwas dagegen. Aber er trifft das Mattersburger Tor nicht. Tolle Ausgleichsmöglichkeit für die Rapidler in Minute 90 plus 2. Hoffmann gewinnt das Laufduell mit Schmidt. Und schießt dann 3-4 Meter am Mattersburger Tor vorbei. Franz Lederer aufgeregt an der Seitenlinie. Fuchs teufelswild. Kann nicht verstehen, dass sich seine Mannschaft da in der Nachspielzeit so auskontern lässt. Fuchs auf Bürger, kein Abseits, Helge Peier weit draußen aus dem Kasten. Noch eine halbe Minute. Bekommt Rapid noch eine Möglichkeit. Foul von Cismadian, Boskovic noch einmal ein Freistoß für die Gäste. Und jetzt natürlich alle auf dem Weg in den Mattersburger Strafraum. Die wohl letzte Aktion in diesem Spiel. Steffen Hoffmann auf Heikkinen, der verlängert, Mravac dazwischen, Patoka und jetzt hat Robert Almer den Ball, das Spiel ist bereits unterbrochen von Robert Plautz. Konrad Plautz, der Schiedsrichter, hat hier einen Foul erkannt und damit ist diese Partie wohl endgültig entschieden, denn die Nachspielzeit von 3 Minuten ist längst vorbei. Aber Rapid hatte noch einmal diese Möglichkeit. Hartes Duell zwischen Mravac und Katzer und dann dieses Foul hier von Tokic an Mattersburg-Goli Robert Almer. Die Rapid-Fans wollen diese Niederlage nicht wahrhaben. Da fliegen viele Gegenstände aufs Spielfeld. Ich denke, der Schiedsrichter Konrad Plautz wäre gut beraten, jetzt einfach abzupfeifen. So, einmal wird der Ball noch ins Spiel gebracht von Csaba Cismadia. Und das ist der Schlusspfiff von Konrad Plautz. Mattersburg schlägt Rapid mit 3:2. Und ist damit neuer Tabellenführer in der österreichischen T-Mobile-Bundesliga. Mattersburg ist dreimal in Führung gegangen.
Rapid hat nur zweimal ausgeglichen und er hat dann im Endeffekt das entscheidende Tor erzielt. Thomas Wagner hat den 3:2-Sieg der Burgenländer fixiert. Und dieser Sieg war hochverdient. Mattersburg über 90 Minuten weit besser als die Mannschaft von Peter Backholt, die vor allem in der Defensive große Probleme hatte in der ersten Spielhälfte. Diese Dreierkette hat überhaupt nicht funktioniert. Mattersburg war initiativer, war aggressiver, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und geht deshalb völlig verdient heute als Sieger vom Feld. Zuschauer haben wieder einmal zwischen Mattersburg und Rapid eine unglaublich packende, eine spannende Partie erlebt. Sehr oft in den vergangenen Jahren sind die Spiele hier 0:0 oder 1:0 ausgegangen für Mattersburg. Aber heute haben wir 5 Tore gesehen und noch dazu eine Fülle von Torchancen. Das war Werbung für den Fußball und wir schauen gemeinsam auf die primäre Statistik dieser Partie. Mattersburg hat mehr Torschüsse abgegeben, mehr Ballkontakte bei Rapid, vor allem dann aufgrund der Schlussphase. Hier ausgeglichen die Zweikampfbilanz, aber die entscheidenden Zweikämpfe, die haben die Burgenländer für sich entschieden. Und ich sage es noch einmal, Mattersburg hat dieses Spiel gegen Rapid mit hochverdient mit 3:2 gewonnen. Und der siegreiche Trainer Franz Lederer empfängt jetzt die Gratulationen von Jörg Kühne. Na gerne werde ich es tun und Franz Lederer und seine Mattersburger hat schon wieder wie gegen Innsbruck nur einmal gewechselt, Franz Lederer. Das ist jetzt entweder ein Zeichen, dass man nichts von den Wechselspielern hält oder dass eigentlich alles so richtig gut läuft. Was ist in Mattersburg der Fall? Ja, das ist absolut nichts gegen unsere Wechselspieler. Wir haben eine gute Bank, aber die Mannschaft harmoniert sehr gut. Jeder gibt sein Letztes und wenn ich keinen Grund sehe zum Tauschen, dann tausche ich auch nicht. Und wenn ich dann einen Spieler anschaue und frage, wie es geht, sagt er, er spielt weiter, also dann lasse ich ihn auch weiterspielen. Getauscht haben Sie Carsten Janka, da gab es natürlich auch einen Grund, aber wie viel Gaude haben Sie mit dem bis zu seiner Auswechslung gehabt? Ja, ich freue mich für den Carsten, dass er jetzt heute hier vor dem heimischen Publikum gezeigt hat, wie ein Sportkrüppel noch Fußball spielen kann. Na bitte. Weil, na, ist ihm ja der Name nachgeworfen worden im Winter, wie er zu uns gekommen ist. Und wenn der heute hier 3 Dinger macht, kann sich auch keiner beschweren und wir werden noch viel Freude mit ihm haben. Also wir haben heute zu ihm, und das war positiv gemeint, Pfosten gesagt. Mattersburg, Franz Lederer ist Tabellenführer. Was macht man draus? Wir haben 7 Punkte und das ist das Wichtigere. Und dass wir jetzt mal ganz oben stehen, freut mich sehr für die Mannschaft, für das Publikum, für den Verein. Aber Momentaufnahme, Samstag kommt schon wieder Sturm Graz, neues Schwerspiel. Wann ist ungeschlagen in dieser Saison? Wann ist Mattersburg reif für die erste Niederlage? Wir haben schon verloren in Oktober. Das tut uns weh, weil da waren wir auch die klar bessere Mannschaft. Aber wir denken von Spiel zu Spiel und müssen schauen, dass wir bis Samstag wieder frisch werden und auch hier wieder ein gutes Spiel machen. Franz Lederer, kurzer Stopp. Einen Wermutstropfen gibt es natürlich. Gegentreffer von Robert Almer. Richten Sie den auf oder kann er das selbst? Ja, das, er ist Profi und er ist Tormann. Er wird sich selbst am meisten ärgern. Er muss sich halt nur hinterfragen, was er da wirklich gewollt hat in dieser Situation. Aber so ist das bei einem Tormann. Der kann einmal der Held sein und einmal der Depp. Und heute war er halt für eine Halbzeit lang der Depp. Und jetzt gratuliere ich Ihnen ehrlich gemeint zum Erfolg. Es war ein tolles Spiel, Franz Lederer. Vielen Dank. Riesenjubel im Pappelstadion, 15.500 haben ein wirklich hervorragendes Bundesligaspiel gesehen mit einem letztlich wohl verdienten Sieger, nämlich mit einem 3:2-Sieg von Mattersburg. Die Mannschaft dreht hier gerade die zweite Ehrenrunde und wird da von den eigenen Zusehern richtig bejubelt und vor allem zu Recht, glaube ich, die Gratulationen an die Mattersburger Mannschaft. Hans Krankl, wie haben Sie dieses Spiel gesehen, vor allem das Spiel der Mattersburger? Also vorweg einmal, sie sind ein verdienter Sieger, sie hätten können höher gewinnen, es geht absolut in Ordnung. Zweitens muss ich sagen, ich bin völlig der Meinung auch vom Drucki, es war ein großartiges Spiel. Das ist der Kommentator, Drucki. Es war ein großartiges Spiel, es war eines der besten Spiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe in der Bundesliga. Es war spannend bis zum Schluss, es waren sehr viele Torchancen, das ein Spiel natürlich belebt. Eine sehr, sehr gute Werbung für den Fußball. Ja, wir werden natürlich in Ruhe alles genau analysieren, die Tore, die wichtigsten Szenen in diesem Spiel, wollen aber natürlich auch kritisch hinterfragen, wieso bei Rapid heute 3 Gegentreffer der Fall waren und das, obwohl eigentlich die stärkste Formation gegeben war. Der Abwehrchef der Neue, Mario Tokic bei Jörg Kühne.
Und der hat heute sein erstes Bundesliga-Match für Rapid Wien bestritten, Mario Tokic. Aber warum musste denn Peter Backholt gerade heute auf eine Dreierkette umstellen? Ja, ich habe gespielt schon in Vorbereitung in Dreierkette und war kein Problem. Und ich glaube, das war nicht heute ein Problem, weil wir haben schlecht gespielt. Die ganze Mannschaft hat schlecht gespielt und wenn wir kriegen drei Tore, dann ist nicht wichtig, 3 oder 10 kann hinten sein. Das ist unsere Fehler und 3 Tore bekommen. Das ist. Aber gelungen ist das Projekt Dreierkette wohl auch nicht. Ja, ich sage, wir haben 3 Kette schon gespielt in Vorbereitung und war alles in Ordnung. Und heute wir haben schlecht gespielt, das ist Fakt. Sie haben heute für einen Abwehrspieler so mittelmäßige Zweikampfwerte aufzuweisen. Wie zufrieden ist denn heute Tokic mit Tokic? Ja, wenn meine Mannschaft verliert ein Match, kann ich nicht zufrieden sein. Sie stehen auf Rapid unbestritten. Wann sind Sie denn in Rapid so richtig verliebt? Ich habe nicht verstanden. Wann lieben Sie Rapid? Wann? Ja. Ab wann? Ab wann? Ja. Das ist, ich liebe diesen Verein, ich spiele für diesen Verein, ich bin Profi und ich versuche immer alles geben für diesen Verein und ich hoffe, das wird schon im nächsten Spiel viel mehr und viel besseres Resultat. Vielen Dank, Mario Tokic. Also ein selbstkritischer Mario Tokic, die Dreierkette Hans Krankl, die haben immer gut funktioniert in der Vorbereitung. Heute war davon nichts zu sehen. Sie haben es in der Pause schon kritisiert. Bleiben Sie bei Ihrer Kritik an diesem Defensivsystem bei Rapid? Ja, nicht am System. Das System entscheidet der Trainer. Der weiß das am allerbesten. Und wenn der Tokic selbst sagt, dass ich schon in der Vorbereitung gespielt habe, geht das in Ordnung. Heute war es nicht in Ordnung, aber nicht das System, sondern so, wie die Spieler gespielt haben. Es war der Martin Hieden schlecht, es war der Tokic schlecht, es war der Batuga ein bisschen, es war der Katze nicht besonders, aber auch das Mittelfeld von Rapid, Boskovic, Hoffmann, sind nicht ins Spiel gekommen, waren nicht besonders. Da kann man nicht sagen, das wäre zu leicht zu sagen, okay, Schuld ist jetzt diese Dreierkette, darum haben wir in Mattersburg verloren. Deswegen haben sie nicht verloren. Sie haben als Mannschaft schlecht gespielt. Es waren nur ganz wenig Lichtblicke, wenn überhaupt. Und in der Hintermannschaft ganz einfach sehr, sehr schlecht, weil Mattersburg auf jeden Fall weit mehr wie diese 3 Tore schießen. Das ist sicherlich das, was man am meisten an den Mattersburgern kritisieren muss, die Chancenverwertung. Aber wollen wir uns die Tore ansehen? Zunächst das 1:0 nach 3 Minuten durch Carsten Janka. Wir haben es auch schon in der Pause kurz gesehen, dass Mattersburg sehr aggressiv Vorchecking betrieben hat und dann es immer wieder geschafft hat, mit hohen Bällen die Rapid-Defensive zu gefährden, wie hier die Flanke von Kübauer und das Missverständnis in der Rapid-Defensive. Und der Carsten Janka macht das dann, so wie man ihn halt gekannt hat. Als Posten. Aber Posten heißt in diesem Fall noch einmal, damit meint man Kasten, also einen Kasten oder einen Schrank. Nicht etwas anderes, was vielleicht der Mundl Sagbauer gemeint hat, so wie der Drucke erzählt hat. Ja, das haben wir jetzt auch noch einmal ganz klar erklärt. Das ist eine ausschließlich positive. Wir dürfen ja auch den Carsten Janka und ich möchte auch den Carsten Janka nicht beleidigen. Gegenteil, heute muss man ihm gratulieren. Das können wir jetzt dann gleich machen. Er ist nämlich auf dem Weg hierher zu uns. Aber bis er soweit kommt, wollen wir vielleicht den nächsten Treffer ansehen der Rapidler, nämlich das 1:1 in der 4. Minute. War also wirklich sehr viel los gleich zu Beginn, wo Rapid mit dem ersten Gegenangriff und dem ersten Torschuss aufs Tor auch den Ausgleich erzielt hat. Wir sehen, wie Steffen Hofmann sich da hier sehr fein durchsetzt, zweikampfmäßig, dann das Auge hat für Bilic, der nicht im Abseits steht und der Almer keine Chance lässt. Pass ist klasse und der Bilic hat das Schick noch. Das war eigentlich eine der wenigen Aktionen von Rapid in diesem Spiel, wo gepasst hat. Also der Ausgleichstreffer, aber alles in allem war Mattersburg die tonangebende Mannschaft. Mittlerweile ist er da, der Carsten Janka. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu diesem Tor. Das ist jetzt also ein Pfosten, meine Damen und Herren, dass ihr das sehen, auch für den Druckgeschütz. Wenn er jetzt da neben mir steht, also ich bin ja auch ein bisschen Pfosten, aber ich bin auch kleiner. Und das ist ein richtiger Pfosten. Carsten Janka, also der Hans Krankl hat sich vor dem Spiel schon gelobt. Dann kam die 3. Minute der Führungstreffer und dann das gesamte Spiel, eine beachtenswerte Leistung von Ihnen. Überglücklich, dass es am Ende der Sieg geworden ist. Ja, erstmal danke für das Kompliment. Aber wir haben uns natürlich selber schwer gemacht. Ich hätte, glaube ich, schon das ein oder andere Tor hätte ich noch machen müssen.
Aber zum Glück haben wir dann zum Ende gut gestanden und das Ding nach Hause gefahren. Ja, wir haben auch noch mehrere Möglichkeiten von Ihnen, die wir uns ansehen können. Das Tor haben wir schon gesehen. Ist das das Einzige, was wir heute bei den Mattersburgern tatsächlich bemängeln müssen, die Chancenverwertung? Thomas Wagner, aber auch Sie. Wir sehen die zwei Szenen aus der zweiten Spielhälfte. Ja, den muss man natürlich anziehen. Aber gut, der war ein bisschen schwer. Ich rede jetzt von dem Kopfball an die Latte und in der 45. Minute, wo ich frei vorm Helge Bayer bin. Da musste ich mindestens eins machen. Das war also diese Szene, die Sie in der kurzen Ecke noch den Ball erwischt haben, beinahe ein Tor. Ja, das kann er, also da kann ich nicht viel machen. Also der Jirschi ist hinter mir dran, also da ist schon... Das war auch Pfosten, also insofern, da sind wir wieder beim Begriff Pfosten, in dem Fall war es aber das Aluminium. Das und dann, war sogar schwer und das hat er sehr schön. Und dann sehen wir diese Szene, 4 Minuten später, der Lattenkopfball. Ja, ich hätte ihn gerne reingemacht, dann wäre glaube ich das Spiel für uns ein bisschen ruhiger zum Schluss geblieben. Ich weiß, was ich machen muss, sollte nicht sein, hebe ich mir für den nächsten Spiel auf. Hans Gank hat gemeint, er hat Sie, seitdem Sie nach Österreich zurückgekehrt sind, noch nie so stark gesehen. Pflichten Sie dem bei? Ich weiß nicht. Ich denke, seitdem wir jetzt die Bundesliga angefangen haben, bin ich in einer ganz guten Verfassung. Ich habe ein Jahr nicht gespielt. Ich glaube, das hat man mir in der Rückrunde angesehen und ich komme langsam immer besser in Tritt. Insgesamt war das ein besonderes Spiel, das ist klar, Rapid. War das auch mit ein Grund, weshalb Sie vielleicht heute noch mehr gegeben haben und bis zur letzten Sekunde, bis Sie ausgewechselt worden sind, quasi auch präsent waren? Na, ich denke, es war schon ein besonderes Spiel für mich, aber es war natürlich wichtig für Mattersburg, dass wir die 3 Punkte holen. Und man ist natürlich immer motiviert gegen Rapid. Das hat man auch in dieser Szene gesehen mit Mario Tokic, der auch selbstkritisch gemeint hat, dass bei Ihnen heute weniger funktioniert hat bei Rapid. Ein weiterer sicherlich positiver Aspekt beim heutigen Spiel war nicht nur Carsten Janka, der noch hier bei uns bleibt, sondern Ihr Sturmpartner Thomas Wagner und der steht jetzt bei Jörg Kühne. Und der hat immerhin den Siegestreffer heute gegen Rapid erzählt, Thomas Wagner. Wieso ist bei Ihnen immer weniger Wahnsinn, aber immer mehr Genie dabei? Boah, ich habe in den letzten beiden Spielen auch schon 100%ige Chancen vergeben. Heute habe ich das Siegestor gemacht. Ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft waren und uns den Sieg verdient haben. Hat es gegen Rapid mehr Spaß, das Siegestor zu erzielen? Ja, Rapid ist Rapid, Mann. Es ist mir egal. Es ist gegen jeden Gegner, aber Rapid ist Rapid und es zählen nur die 3 Punkte. Das ist wichtig. Wie schön für Sie als gestandener Mattersburg-Spieler ist es, dass Mattersburg jetzt auch richtig schön und nicht nur mehr effizient spielt? Ja, ich glaube, wir sind ein eingespieltes Team. Das sieht man auch am Platz und so treten wir auch auf. Und auch ein eingespieltes Sturmduo. Wie lustig ist das denn mit Carsten Janka? Frage B, wer ist eigentlich Ilja Namoski? Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Man, der Carsten erwischt momentan jeden Kopfball. Ich brauche nur hinten reinlaufen. Es ist wirklich schön zu spielen mit ihm und ja, der Ilja kommt auch wieder und dann schauen wir. Dann hat man ein Luxusproblem. Ja, ist das so ein Trainer seine Sache. Wollen wir das Wort Problem aus dem Mattersburg-Wortschatz für heute streichen. Thomas Wagner, vielen Dank. Ja, wir sind wieder hier. Hans Gankl und Carsten Janka unterhalten sich bestens. Hans Gankl, Ihre Einschätzung von Carsten Janka, ist der jetzt richtig angekommen wieder bei Mattersburg und damit in der österreichischen Bundesliga? Ich muss mich wiederholen. Ich habe ihn noch nicht so stark gesehen wie heute. Er war heute, komischerweise haben wir vorher darüber geredet. Und es ist wirklich so gekommen, dass das erste Kopf da sehr schön war und kein Foul an Thomas. Weil Sie es ansprechen, können wir uns noch einmal anschauen mit Carsten Janka gemeinsam? Es war reingesprungen, also es war ein super Tor. Natürlich spielt da Tokic und Bayer mit, aber er ist dort hingegangen, wo es wehtut und hat das gut geköpft. Und dann ohne Feindkontakt. Und dann der Torjubel, eigentlich sehr verhalten. Hat das mit Ihrer Vergangenheit bei Rapid zu tun? Ich finde, das gehört jetzt für mich gehört sich nicht das. Ich habe hier in Rapid eine sehr schöne Zeit, das eine Jahr erlebt und das muss doch nicht sein. Das hatten wir auch sofort so registriert. Das ist vor allem international in Italien durchaus üblich, dass man beim Ex-Club eher verhalten reagiert. Generell, was auffällt Ihre Zweikampfbilanz? Sie haben die meisten Zweikämpfe zu dem Zeitpunkt bestritten, als Sie rausgegangen sind, aller Mattersburger, 38% und 65% gewonnen. Zum Vergleich, die Rapid-Defensive hat einen Bestwert mit Tokic von 50%. Woher nehmen Sie diese Kraft und auch diese Zweikampfstärke? Na, ich denke, ich habe, so wie ich gesagt habe, die Rückrunde zum Aufbautraining für die Kondition und so gebraucht. Und ich habe auch eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Und ich hoffe, das hält jetzt noch an. Wir können uns auch nochmals das 3:2 ansehen. Wir haben es zuvor schon gesehen bei Thomas Wagner. Was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, Carsten, ist die Tatsache, dass Sie möglicherweise durch Ihren versuchten Kopfball Helge Peyer oder auch vielleicht Mario Tokic mit irritiert haben. Wie war da Ihre Einschätzung in dieser Situation? Ich denke, der Schutti macht das Ding hervorragend und ich probiere halt ranzukommen, weil ich habe gedacht, dass er nicht so ein bisschen zu lasch geköpft hat. Er hat halt genau getroffen. Also, dass der Thomas Wagner einen Kopf da macht, da sieht man, dass halt bei Mattersburg halt wirklich nicht alles, aber sehr viel geklappt hat. Und genauso ist es mit den Ballen. Es ist halt ein Kopfball, ein Aufsitzer, der immer länger wird und natürlich hat er ihn irritiert. Er hat sicher den Helge irritiert, aber ich glaube, dass da trotzdem der Helge auch den Ball nicht gekriegt hat, weil er war ganz einfach... Gut, Wagner gehört nicht zu den besten
Kopfballspielern. Aber hat dem Carsten Janka ein Spezialtraining verpasst. Möglicherweise. Nein, also ich denke, der Schutti hat das sich jetzt verdient. Er hat die letzten Spiele immer angeklopft an das Tor und das Tor hat er sich wirklich verdient. Hat auch die Chance genutzt, weil Ilcan Amoska verletzungsbedingt nicht dabei ist. Sie passen als Sturmduo. Natürlich, ich glaube, sie werden nicht immer so spielen wie heute, aber sie passen gut zusammen. Er ist natürlich der Brecher und der andere ist ein bisschen der Zangler, also der Filigrantechniker. Daher passen die sehr gut zusammen. Also das kann sie ergänzen. Wenn sie sich immer so ergänzt wie heute, dann hat Mattersburg viel vor. Ja, aber sie waren sehr gut. Mattersburg ist Tabellenführer, Carsten Janka. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Also heute auch ein historischer Tag, der 25. Juli. Wie lange kann es, wenn es nach innen geht, so anhalten mit dieser Tabellenposition? Na, wir dürfen jetzt, uns freut es natürlich, heute können wir uns freuen über den ersten Platz. Aber ich denke, wir sollen jetzt nicht nur an den ersten Platz denken. Wir haben am Samstag schon wieder ein schweres Spiel zu Hause gegen Sturm und müssen einfach nicht mehr an das Spiel denken. Heute können wir ein bisschen feiern, ein bisschen lachen und ab morgen müssen wir uns schon wieder auf Sturm konzentrieren und nicht mal an den ersten Platz denken. Da werden Sie auch dabei sein, Sie sind fit. Das werden wir sehen. Also ich fühle mich heute ein bisschen kaputt, aber wir werden schon alles hinkriegen. Alles klar. Gratulation nochmals. Alles Gute, Carsten Janka. Und wie hat der Rapid-Trainer diese Niederlage, die erste im zweiten Saisonspiel in der Bundesliga, analysiert bzw. verdaut? Die Analyse, die gibt es jetzt bei Jörg Kühne. Ja, Mahlzeit. 2:3 in Mattersburg. Peter Bargold, hätte sich Rapid heute einen Sieg verdient gehabt? Wir brauchen nicht von einem Sieg reden, weil wir 3:2 verloren haben. Hätte man ihn verdient oder einen Punkt zumindest oder geht die Niederlage okay? Ich denke mal, wir haben vor unseren 3:2 haben wir eine riesen Chance gehabt, durch den Mekki Katzer selber in Führung zu gehen. Aber ich würde mal sagen, wir haben jedes Mal den Rückstand nachlaufen müssen, den Rückstand immer egalisieren können, nur ein drittes Mal ist uns leider nicht gelungen. Jetzt sprechen alle von diesem Projekt Dreierkette bei Rapid. Wollen Sie auch darüber sprechen oder lassen wir es weg? Lassen wir es weg, ja. Weil Sie, ich hack ganz kurz ein, Sie sind unzufrieden gewesen mit allen dreien oder mit der Konstellation dieser drei. Nein, weil das hat ja mit einer, also man muss wieder dazu sagen, was hat das jetzt mit einer Kette zu tun, wie wir die Tore gekriegt haben. Wenn ich nicht beim Gegenspieler hinten dran bin, kann ich mit einer Achterkette spielen oder mit einer Vorarlkette. Wenn ich nicht eng dran bin und wenn ich nicht den Zweikampf suche und nicht den Zweikampf gewinne, dann werde ich, egal mit welcher Kette noch immer. Also man soll jetzt nicht auf einmal auf Systeme umhauen oder sonst irgendwas, sondern man muss schon noch ein bisschen das Zweikampfverhalten auch beobachten. Nichts mit einer Fahrradkette, haben jedenfalls jetzt die langen Reisen zu tun, die kommen bei Rapid. Erster Gegner Kasan, natürlich am Samstag, die haben heute 3:0 gegen Lok Moskau gewonnen. Ich hoffe, es ist doch was drin dort. Ja, aber über das will ich jetzt nicht nachdenken. Gut, Sie denken im Flieger drüber nach, nachdenken vielleicht, zum Nachdenken anregen. Könnte der Umstand, dass Dieter Hoeneß, Manager von Hertha BSC, nach Wien kommt, der nächsten Tage, um mit Willi Kavlak über eine Verpflichtung zu verhandeln. Würden Sie den gerne ziehen lassen? Das ist mal ganz was Neues. Ich denke, es ist neu, aber Sie würden ihm keine Steine in den Weg legen. Oder wollen Sie darüber auch nicht nachdenken? Nein, ist mal neu, was wir jetzt gerade sagen. Und das ist noch ein Spiel, was wir verloren haben. Ist laut morgigen Kurier so, oder soll ich Sie in Ruhe lassen damit? Das ist kein Thema für mich. Gut, gute Heimfahrt trotzdem und vielen Dank, Peter Wackert. Also wortkarg nach der Niederlage Peter Bargold, Hans Kankl, Sie haben vor dem Spiel gesagt, Mattersburg ist der erste richtige Prüfstein für Rapid. Nach einer Niederlage, nach dem heutigen Spiel, ist also man bei der Prüfung durchgefallen. Was bedeutet das für die nächsten Aufgaben von Rapid? Aufpassen, dass nicht mehr passiert. Sie waren heute nicht gut, Mattersburg war besser, hat verdient gewonnen. Das muss abgehakt werden und es ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Man hat eine 3:1-Führung gegen Rubin Kazan, das ist zum Verteidigen. Das können Sie. Auswärts können Sie abwarten, Sie können einen guten Konter spielen, Sie brauchen ein Auswärtstor und dann ist das Ganze vielleicht erledigt. Man muss aber aufpassen, dass dort nichts passiert, denn sofort, wenn etwas passieren würde oder der Lauf geht weiter negativ, ist sofort wieder schlecht bei Rapid, weil dann die Punkte fehlen in der Meisterschaft und man will im UEC Cup zumindest in die Qualifikation kommen und das sollte man auch. Und vor allem muss man die Spiele nachholen. Nächsten Mittwoch das nächste Nachtragsspiel von Rapid in Altach, sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Aktuell hat Rapid 2 Spiele, liegt auf Platz 6 mit einem Sieg und einer Niederlage, also im Mittelfeld. Mattersburg hingegen, wir haben es schon mehrmals angesprochen, hat Ried überholt, ist erstmals in der Vereinsgeschichte nach 3 Runden an der Tabellenspitze. An der Spitze der Torschützenliste hat sich heute nichts verändert, außer dass Janka 2 Treffer mittlerweile hat. Vorne führt Damjanovic gemeinsam mit Marko Stankovic jeweils 3 Treffer. Bedanke mich bei Hans Krankl fürs Kommen. Danke auch.
War höchst interessant mit Ihnen und freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Auftritte, am Sonntag zum Beispiel bei Talk und Tore. Jawohl. Als Ansgar Angl nämlich auch unser Gast, geht es übrigens um die Red Zag erste Liga, aber auch natürlich um die Bundesliga, Sonntag 15.30 Uhr, aber Live-Fußball gibt es schon zuvor, ab Freitag, ab 20.15 Uhr, die nächste Runde. Runde 4 steht mit dem Spiel Ried gegen Austria auf dem Programm und am Samstag dann zwei Spiele hier in Mattersburg gegen Sturm und Salzburg gegen den LASK in einer Konferenz ab 19 Uhr bei Premiere Austria. Für heute von einem wirklich spannenden, hochinteressanten Fußballabend aus dem Pappelstadion zu Mattersburg sage ich besten Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen